Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Saison in F1 2018 im Koop-Modus mit dem Mike. Hey Leute. Jawohl, hier seht ihr einmal nochmal vorher im Überblick, mit was für Einstellungen wir fahren. Wir haben den Ghost-Modus jetzt ausgeschaltet, das bedeutet, yes, man wird nicht mehr unsichtbar. Ich mache mich bereit, die Saison fängt so wie immer mit Australien an. Ansonsten, es gibt neue Strecken natürlich, ich bin super hyped. Endlich funktioniert mein Boxenfunk auch. Wir haben gerade schon ein bisschen getestet. Wir sind beide, ja, wir freuen uns einfach mehr. Ja, wir freuen uns echt. Wir freuen uns echt. Also Internetprobleme habe ich auf jeden Fall noch. Ab und zu kann es bei Jan eine Roboterstimme geben. Wir nehmen das Ganze natürlich wieder aus beiden Sichten auf. Auf meinem Kanal und auf Jans Kanal. Könnt ihr beim i vorbeigucken. Und hast du schon gesagt, mit wem wir fahren? Mit Red Bull? Nee, wir sind jetzt bei Red Bull. Genau. Neues Team, aber wieder zusammen. Wir sind beide bei Red Bull, Leute. Das wird ziemlich cool. Das wird echt ziemlich cool. Also ich bin gespannt. Wir haben auch ein bisschen was an den Einstellungen verändert, also von den Fahrhilfen her. Ich habe da in letzter Saison ein bisschen was angehabt, was ich nicht anhaben wollte. Nee. Es regnet. Regen. Aber nicht das ganze Rennen. Sag bitte nicht das ganze Rennen. Nee, das Rennen nicht. Okay, gut. So, erstmal hier jetzt sieht alles ultra anders aus. Das ist. Ja, das ist mit den zwei Bildschirmen, mit diesem, wie heißt das nochmal? Halo? Ja. Das Teil da. Es ist auf jeden Fall crazy, Leute. Wie kann ich nochmal hier Autoeinstellungen? So macht man das jetzt hier. Oh, das ist so kompliziert jetzt. Ja, es ist, also man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen, aber ich habe mega Bock, ich bin so gehypt. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schlechter fahren werde, weil ich die ganzen Fahrhilfen jetzt aus habe. Ja, genau, das wusste ich gar nicht. Ich wusste es selbst auch nicht so richtig krass, mir ist das nie richtig aufgefallen. Aber ich habe es auch mal in einem Stream bei mir gesagt und da haben die Leute reingeschrieben, ich soll einfach auf Amateur lassen. Und ja, ihr wusstet anscheinend, dass ich scheiße bin. Das ist geil. Ja, wir fahren einfach mal raus. Kein Problem. So, also es gibt jetzt auch ein System, das heißt also nicht nur DRS, sondern es gibt es ERS. Und DRS ist ja sowieso bei Regen deaktiviert, also das haben wir jetzt hier im Qualifying nicht. Aber rein theoretisch haben wir ERS. Das haben wir von Automatik auf manuell geschaltet, also wir können da selber drüber bestimmen. Oh, jetzt sieht man es auch hier. Ja, dann hat man da so eine Batterie, die man aufladen muss, habe ich das so verstanden. Ja, genau. Und die kann man dann einsetzen zum Überholen und so, also das ist ganz cool. Ich check alles. Das aber noch nicht so ganz. Bei mir steht ERS-Einsatz Hotlap. Hotlap. Ja, das ist volle Power. Also aber es gibt kein Niedrig, Mittelhoch, Überholen und Hotlap. Wann ist die Hotlap, Alter? Ja, Hotlap ist, wenn du richtig Gas geben willst. Wenn du richtig reinpowern willst. Muss ich das dann irgendwie noch extra drücken oder machst du das dann doch auch immer noch automatisch? Nee, du musst das immer verstellen, wie du willst. Ja, aber es steht ja jetzt gerade auf Hotlap, aber es benutzt es ja gerade nicht. Weißt du? Ach so, ja, aber ich hab's jetzt auf keinen gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie das benutzt. Weiß es auch nicht. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Leute, übrigens bin ich jetzt zweiter Fahrer, weil wir ein bisschen was umgestellt haben und ich war letzte Saison erster Fahrer, deswegen dachten wir uns jetzt einfach, ich bin jetzt dieses Mal zweiter Fahrer. Und machen natürlich genauso wie in der letzten Sommer, schauen, wie sich das entwickelt. Haben wir auch da gesagt, Mike konnte sich gut durchsetzen, hat ja sogar die Meisterschaft gewonnen. Ich bin insgesamt Vierter noch geworden. Jetzt haben wir ein schlechteres Team, bessere KI-Fahrer. Schauen wir mal, wie es wird. Und natürlich hier direkt erstmal, Australien ist so überhaupt nicht so meine Lieblingsstrecke. Nee, ich mag die eigentlich auch nicht so. Also, ey Junge, du weißt gerade gar nicht, wie lahmarschig ich fahre, Alter. Ich aber auch. Das ist Regel, ich fahre so mit gefühlt 100 km/h durchgehen. So, jetzt macht man ja erst was. Ja, vielleicht ist das nur. Oh, fick dich, Alonso! Was ist? Er ist vor mir und ich bin in der schnellen Runde. Jetzt habe ich ihn überholt. Da ist ein blaues Auto vor mir, bist du das? Nee, ich bin hinter dir. Okay Leute, stimmt. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, wir haben auch den Ghost-Modus ausgestellt. Also, ja, das habe ich ganz am Anfang. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Okay, ja, das heißt, wir können uns richtig geil wegrammen. Das wird, alle. Das wird, ja, ich finde es aber realistischer, ist einfach viel besser. Ja. Ist einfach viel besser. Da gibt es dann auch mal häufiger Safety Car dadurch. Weil wenn Unfälle passieren, dann
Warum sollte man dann unsichtbar richtig, werden? Das ist ja, dumm. Das kann dann auch wirklich richtig heftige Unfälle geben. Die KI ist deutlich besser geworden, das weiß ich auf jeden Fall, das habe ich gehört. Dass die KI wirklich deutlich besser geworden ist. Dass die richtige Fights zwischeneinander haben und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil wir haben die Schwierigkeit ja trotzdem nicht so hoch. Weil manche fahren ja hier auf 90 oder auf 100 oder so. Aber... ja. Okay, ich probiere einfach mal irgendwie eine Runde hinzuklatschen. Ich werde wahrscheinlich richtig schlecht sein, weil ich traue mich, wie gesagt, noch nicht viel. Die Einstellung jetzt ein bisschen anders. Neuer Wagen und neues Spiel einfach. Es ist halt ein komplett neues Spiel. Nein, oh mein Gott. In der letzten Kurve habe ich es nochmal richtig verschissen. Also ich war schon so nicht gut. Oh nö, jetzt ist Alonso auch noch. Oh mein Gott. Das hört sich doch gut an. Also das ist jetzt im Regen, das ist so unpraktisch. Das erste Rennen und das Qualifying direkt im Regen. Weißt du, was dazu passen würde? Wenn meine Aufnahme kaputt wäre. Weißt du, was dazu passen würde, wenn ich jetzt Alonso nochmal überhole, ey? Und jetzt schon wieder, jetzt ist komm, Mann. Zieh. Ich hasse Australien. Oh, ich bin Zweiter. Puh. What? Also nicht gut, aber ich war 0,3 oder 0,4 hinter Hülkenberg, der Platz 1 ist. Also es sind noch keine krassen Leute hier. Ja, okay, klar. Okay, ich habe auch noch wieder hier einen lilanen Sektor gemacht. Ich meine, meine Zeit ist auch absolut geil gewesen beim ersten Mal. Da hatte ich aber auch lila Sektor, aber... ich fahre direkt wieder rein. Kurve absolut verschissen. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich fahre wieder rein. Krieg ich nix. Boah, Leute, ich bin gerade so angespannt, aber ich freue mich auch so endlich, das hier zu spielen. Ja, nächster lila Sektor. Das freue ich mich auch. Das ist wirklich geil. Es macht echt Spaß. Die neue Saison mit auch neuen Strecken, neuen Gegnern. Aber ich meine, zweiter Platz für dich. Ich meine, okay, jetzt gerade halt. Ja, das bleibt Platz. Auf jeden Fall nicht so. Aber selbst für Red Bull, wie gesagt, wir waren ja bei Red Bull. Wir müssen ja jetzt nicht alles gewinnen oder so mit Red Nee, Bull. Das eben. Ist ja, also das ist ja eine schöne Aufgabe, finde ich. Red Bull ist ein geiles Team. Das ist schon, das passt zu uns, glaube ich. Ja. Ferrari hat uns natürlich auch unterstützt. Gesamtes F1 2017. Oh, komm schon, was kommt bei raus? Oh, erster. So, ich fahr rein. Ja, ich fahr auch rein. Gar keinen Bock. Vor mir sind auch Leute, hinter mir auch. Und das ist gerade anstrengend. Bottas ist auf Platz 2 jetzt gerade. Hülkenberg Platz 3. Ja, ich bin Vierter. Oh Gott, Leute. Boah. So crazy, ne? Wenn das nicht hier jetzt so mal fahre, also man kann auf Hotlap überholen. Ich glaube, im Rennen mache ich auf überholen. Auf hoch nutze ich das dann so gut wie immer oder was ist das? Mittel, niedrig, kein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich schätze einfach, dass man es umstellt die ganze Zeit. Wenn ich jetzt sage, ich will überholen, dann stelle ich halt auf überholen oder auf Hotlap. Wenn ich einfach schnelle Runden fahren will, dann vielleicht auf hoch. Und wenn nicht, dann spare ich Batterie und tue auf niedrig oder gar keins. So ungefähr stelle ich mir das vor. Okay, wir gucken mal in die Session-Info einfach mal rein. Ich bin Vierter. Hamilton noch nicht gefahren. Wie wird der andere nochmal ausgesprochen hier? Der Sirotkin, okay, ja, das muss ich mir noch angewöhnen. Ja, die Facecam ist übrigens wieder oben im Bild, beziehungsweise jetzt vielleicht links, weil da oben eben Sachen sind zum Rumschalten. Aber, ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Also viele haben geschrieben, ich soll die da ins Cockpit packen, die Facecam, aber das finde ich irgendwie doof. Das gefällt mir nicht. Och, Junge. Ich bin 1,6 Sekunden schlechter als du. Aber mit dem vierten Platz wäre ich definitiv zufrieden. Ich hätte auch Überholmanöver in meiner schnellen Runde. Also Leute, diese Saison, boah, ganz chillig, erstmal sowieso wird ganz chillig verrückt anfangen. Letzte Saison bin ich ja nur einmal, glaube ich, nicht von Platz 1 gestartet. Das wird diese Saison definitiv anders werden. Hamilton ist jetzt auf 2.
Hamilton auf Platz 2. Der war im ersten Sektor besser als du, die anderen beiden schlechter. Aber ist plus 0,06 schlechter als du. Der ist richtig gut gefahren. Junge. Krass. Alter. Bist du auch wieder drin? Ich bin wieder drin, ja. Boah, wir haben noch verbleibende Zeit. 8 Minuten. 8,5 Minuten. Ja. Das ist voll geil. Oh Mann, ich mag dieses Spiel einfach. Ich bin so hyped gerade. Obwohl ich ja schon spiele. Das ist richtig geil. What the fuck? Ja, ich fahre ja eh nochmal raus. Ich war nur eine Runde draußen. Du warst auch nur zwei oder so. Sonst fahren wir ja viel länger immer. Da durchgängig Regen. Mal gucken, wie die Strecke gerade aussieht. Alter, das ist so unübersichtlich gerade. Steht hier irgendwie, wie viele auf der Strecke jetzt? Ah, 25. Ja, ich fahre wieder relativ raus. Leer. Mach ich auch. Ich ändere meine Reifen natürlich. Andere Reifen. Ne, ich bleib bei denen. Ich fahre die leer. Warte. Wobei, es bringt ja gar nichts, ne? Ne, das bringt nichts. Stimmt, das regnet ja gar nicht. Alles ist jetzt egal, jetzt bin ich schon am rausfahren. So, ich fahre auch nochmal raus. Das habe ich jetzt nicht bedacht, aber jetzt bin ich schon am rausfahren. Ich bin jetzt auf Platz 5, also solange ich in den Punkten starte, ist alles in Ordnung. Also meinetwegen starte ich auch auf Platz 8, 9 oder 10. Boah, das, der Start ohne unsichtbar werden kann teilweise, glaube ich, auch ziemlich verrückt werden. Aber das Mercedes ist wieder 2 und 3, aber ich finde geil, dass wir jetzt Ferrari auch als Gegner haben. Ja. Find ich ziemlich Die sind nice. Ja auch recht cool eigentlich, ne? KI, ja, wie gesagt, also soweit ich das gehört habe, echt viel besser geworden. Richtig geile Fights. Ich fahre auch gerne nebeneinander einfach mal zu dritt oder so, wenn es sein muss. Das war in F1 2017 auch gut, aber nicht so krass wie hier anscheinend. Will ich mich natürlich selbst von überzeugen, aber ja. Das wird geil. So, natürlich wieder auf Hotlap gestellt, mein. Hast du schon? Ja, ich stell's einfach hin. Wenn ich sowieso nicht richtig beschleunige, sieht's da eh nichts. Ich habe jetzt für die erste Runde nichts eingestellt. Marc hat die absolute Funkqualität. Ja, manchmal. Auf meinem Kanal nicht, ne? Das ist eigentlich ein Vorteil. Auf meinem Kanal bin ich normal und du bist auch normal. Jetzt bin ich auch wieder normal bei dir. Also das ist, wie gesagt, ich kann da nicht so viel. Also, so langsam fahre ich nun auch nicht, dass dir gelb angezeigt werden muss. Eben gerade, nur weil ich irgendwie 100 km/h oder so gefahren bin, haben die gelb auf der Strecke angezeigt bei mir. Oh nein, da fahren zwei raus. Die will ich noch vor ihrem, ne? Bitte, bitte, bitte vorbeiziehen. Okay, ich bin vorbei. Heißt, ich will lieber noch mal ein bisschen abbremsen. Die sind gerade aus der Box gekommen. Das war richtig knapp. Das hätte böse enden können. Wenn ich die nicht gesehen hätte, ein bisschen langsamer wäre. Vor mir aber auch Sainz oder Hülkenberg. Ich finde das mit den Farben geil. Die sind jetzt auf der Map auch mit den Farben. Da fällt mir ein, ich muss die Map noch umstellen. War schon mal schlecht raus beschleunigt. Ich muss die Map noch umstellen, fällt mir da auf. Stimmt! Das machen wir. Ja, machen wir gleich. Jetzt, wo du es sagst. Na. Aber das ist voll gut, dass man die Punkte jetzt auch in Farben sieht. Und die Farben halt auch dort oben in der Liste. Alter, die Runde war so schlecht. Ist ja unnormal. Also, wenn ich da jetzt gleich nicht noch eine bessere fahre, dann sieht das echt nicht gut aus. Ich kann die eigentlich jetzt direkt umstellen. Mein Reifen ist ab. Das ist nicht geil. Deswegen hasse ich Australien. Oh Mann. Egal, dann kann ich jetzt meine Map umstellen. Ja, mach ich gerade. Hier, komplette Streckenkarte. So Leute, jetzt haben wir auch die ganze Map. So, wo geht denn das? Wo macht man das? Bildschirmanzeige, Karte oder so. Da war steht Minikarte einfach auf komplette Strecke. Ah, jo. So, ich muss jetzt noch eine gute Runde fahren. Du bist aber noch Erster, ne? Noch bin ich Erster, ja.
Ich kann ja mal zuschauen, ich kann Bilder von dem machen. Alter, direkt Bilder, Mann. Die kannst du mir direkt schicken. Wir brauchen tatsächlich neue Bilder. Also Bilder in F1 ist immer so eine schwierige Sache. Und wenn wir direkt hier welche machen können, ist das gut. Weil sonst, du weißt halt nicht, was du nehmen sollst. Das ist so komplett schwierig immer. So in den Fotomodus gehen, Alter. Das ist viel zu anstrengend. Ja. Oh Gott. Dann macht er den Need for Speed. Ja, also bei Regen, das ist ganz schlimm gerade. Also ich bin... Deiner Kurve nach rechts bin ich... Ich hab da was gesehen, ja. Ich hab da was gesehen. Ein paar Teile. Die Runde ist bisher ganz gut. Jo. Ja, richtig gut. Ja, bisher habe ich ja gesagt, ne? Also, meine Aussage hat schon gestimmt. Er hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Sieht trotzdem ganz gut aus. Es könnte fast eine neue Beste werden. Ich könnte dich damit überholen. Gar ein lila Sektor. Ich aber nicht so gut. Ich habe einen lila Sektor gerade. Oh. Weil du abgekürzt hast hier, ne? Nein. Weil über Rasen abkürzen. Wie er mich beschuldigt. So macht er das. Ja, ja, klar. Es war ja von vornherein so geplant, dass du erstmal rausfliegst. Und ich dann über Rasen abkürze. Und du dann hier aus der Vogelperspektive sehen kannst, wie ich verkack. Nicht verkack, sondern dich einhol. Verkack, ne? Das könnte echt was werden, komm. Ah, nee, dritter aber. Dritter, wow, geil. Mich mitten zwischen die Mercedes reingewurschtelt. Ist schon crazy. Valtteri fährt jetzt raus und Luis auch. Alter, die beiden Renaults, also Hülkenberg und Sainz sind auf 5 und 6. Junge. So, jetzt sind alle auf der Strecke. Alle. Außer du. Alle 9, ja, ja. Alle 19 wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich kann die jetzt eigentlich noch rausfahren, die Termin jetzt, aber ich fahre jetzt direkt an die Box. Dann sollte ich das glaube, auch beendet sein. Bottas könnte, also Bottas überholt dich noch und mich überholt Hamilton noch. Könnte passieren, ja. Ja, aber wenn wir zum 2 und 4, wenn wir 2 und 4 starten würden. Was ist mit Vettel, Alter? Der ist auf 10 nur gefahren bis jetzt und Raikön auf Platz 17. Das stimmt mit denen nicht. Ja, Regen halt. Die Strecke also, ist trocken, naja, jetzt langsam. Naja, die wird jetzt immer besser. Soll ich noch eine Runde fahren? Weiß ich nicht, ist halt voll, ne? Voll. Wo bin ich denn auf der Map? Also ich habe jetzt überlegt, an die Box zu gehen, aber... Ah... Ach komm, YOLO, Alter. Die Strecke wird besser. Gib Stoff, Red Bull. Wir hauen nochmal eine Runde hin. Komm, alle müssen Lewis Hamilton blockieren. Okay, was macht er jetzt für eine Zeit? Überholt er mich? Ist er schon drüber? Der ist schon drüber. Jawohl, ich bin auf Platz 1 geblieben. Ja, eine kann er noch fahren. Ja. Die Strecke ist wirklich viel trockener. Kann ja ich dich noch überholen, oder? Kann ich nix. Scheiße. Ja, dass die Strecke jetzt trocken wird und du nicht da bist, ist natürlich ätzend. Es ist zwar viel los, wie du gesagt hast, aber vor mir zum Glück auf jeden Fall ein bisschen Platz. Qualifying beendet. Ja, die Runde fahren wir noch, Kollege. Und die fahren wir recht gut, hoffe ich. Icon jetzt Platz 5. Also Vettel Platz 12. Ich könnte Hamilton überholen. Und dich vielleicht auch. Vielleicht. Also mit Platz 3 wäre ich definitiv zufrieden. Dass ich so viel Abstand gewinne, dass Bottas nicht mehr an mir vorbeikommt. Aber dadurch, dass die Strecke echt trocken ist, kann das echt nochmal eine richtig gute Zeit werden. Am Ende bist du irgendwie Platz 8 oder so. Ja, das kann sein. Alle nochmal überholen.
wenn da Sainz und Hülkenberg schon so gut fahren. Oha, da war aber ein Quersteher mit bei. Oh. Oh. Shit! Nein! Richtig gute Runde. Ey, ich war, glaube ich, minus 1 besser. That shit. Achtung, du wirst nicht unsichtbar. Ich weiß. Oh, fuck. Ich hätte echt noch gut rankommen können. Aber ist okay. Ist okay, ich bin Platz... Ich bin Erster geblieben. Ich bin Platz 3 und du bist Erster geblieben. Hoffe ich mal. Wir wissen es noch nicht. Doch, doch, ich weiß es schon. Ja, okay, Dritter, ja. Jawohl, Dritter geblieben. Alter, das hätte... Ich wäre nochmal... Ich wäre, glaube ich... Ich glaube, minus 1 besser. Da hätte ich dich, glaube ich, noch gekriegt. Was kriege ich hier? EP. Was ist das denn? Keine Ahnung, man kann das irgendwie so Level oder so bekommen. Richtig verrückt. Ja, guck mal, plus, so. Plus 0,5 und ich wäre, glaube ich, minus 1. Also dann wäre ich vor dir gewesen. Ja. Aber Platz 3, Junge, perfekt. Ich muss die Kamera nochmal hier. Ist dir Bescheid, Leute. Junge, hier, richtig verrückt. Das war echt verrückt. Der Start in unsere neue Koop-Saison. Aber Vettel und Raikön jetzt 5 und 6. Sind jetzt auf jeden Fall auch hoch. Die machen hier die Red Bulls, Alter. Das ist. Wieso sind ihr da, Alter? Vettel muss eigentlich auf Platz 2 oder so. Tja. Oder mindestens jetzt, wo wir da auch vorne sind, mindestens auf Platz 4. Ja, 5. Oder eigentlich vor Bottas. 5 und 6, also ja. Vettel muss vor Bottas stehen, Alter. Ja, er holt ihn noch ein, kein Problem. Kennt er nix. So, Rennstrategie. Rot-Gelb. Ich sehe noch gar nichts. Die wollen, dass ich Rot-Gelb fahre. Ja, habe ich aber auch. Ja, wir sind ja im gleichen Team. Oh Gott. Machst du das? Nein, Lieder. Ja, doch, ich mach das. Ja, das ist anderes. Ja, ich sehe es langsamer. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich muss jetzt immer hier umstellen. Das war anders letztes Jahr. Okay. Ja, ich verstehe gerade auch nicht genau, wo man jetzt hier mein Benzin... Ah, hier. Ah ja, das ist immer... Also warte, 29 Runden. Ich habe 32,5. Ja. Leute, unser erstes Rennen. Mercedes da, ich bin direkt hinter dir. Puh. Also die Kupplung jetzt hier. Leute. Rot-Gelb. Uiuiui. Interessant. Achso, nein. Ich möchte nichts sagen. Nein, ich habe nicht ultraweiche Reifen aufziehen gesagt. Der will mir jetzt ultraweiche Reifen beim nächsten Mal aufziehen. Der hat meine Strategie jetzt schon verändert. Ich glaube, der Boxenfunk ist nichts für dich. Ist nicht so deine... Na? Weißt du Bescheid? Nee, der ist echt nichts für mich. Ich habe da auch aus Versehen nur drauf gedrückt. Läuft bei dir. Kann das ändern? So, hier sehen wir die Reifen. Aber das ist alles ein neues Design, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen dran gewöhnen wieder. Das stimmt, da muss man erstmal so wieder so sich zurechtfinden im Menü. Das ist ja, man hat das ja so auswendig gelernt und konnte deswegen während der Fahrt so einstellen. Aber jetzt muss ich mir das erstmal so richtig angucken und muss voll langsam fahren währenddessen. Aber naja, dafür sind Einführungsrunden immer ganz gut. Oh, ich bin ein bisschen draufgefahren, weil ich auf die Karte, auf die Dings geguckt habe. Jo, ich wurde disqualifiziert. Mit Hamilton zusammen. Das war doch nichts Schlimmes. Was soll das denn? Oh, da ist noch einer. Ganz hinten. Junge, jetzt crackshit mein Motor schon wieder so. Das haben wir im Testrennen mal gemerkt, dass das so richtig, das ist so ein Kratzen eher, Alter. Junge. Mann, jetzt konnte ich gar nicht mehr auf Fett stellen, Alter. Ich wollte doch mit Fett starten. Ja, ich starte mit Fett. Ich hab jetzt voll im Bullshit, Alter. Ich starte, glaube ich, mit Mager und mit kein ESR. Mit Mager? ERS oder wie das heißt. Ja, ERS. Ja, ich hab halt das voll umgestellt für die Einführungsrunde. Wie kann ich das denn riechen, dass ich den da reinfahre? Weil ich auf dieses blöde Reifen-Ding verbrauchst in der Einführungsrunde keinen Sprit, ne? Ja, das wusste ich. Also ist alles. Kannst da schon direkt am Anfang auf Fett stellen. Kann ich nicht hier noch was umstellen, bis die Ampel grün wird? Alter, wirklich, Leute, hört euch den Motor an. Das ist doch verrückt.
Start, der erste Start und Hamilton. Bottas hat mich überholt. Hamilton hat mich überholt. Ich hab Bottas wieder überholt. Richtig schönes Überholmanöver von der Außen. Oh, es hat geleckt. Oh, Hamilton hat sich teleportiert. Jo, es hat geleckt. Bottas hat sich auch teleportiert bei mir. Aber dadurch bin ich wieder Erster. Er hat sich hinter mich teleportiert. Bei mir, Junge, jetzt was kämpft Raikön hier mit mir. Hamilton, Vettel irgendwie nicht mehr hier. Ich habe auch nicht gecheckt. Das war irgendwie ein Ultra-Lag gerade. Ja. Puh, okay. So, ich fahre erst mal ein bisschen auf Fett. Ich habe ja, Alter, 3,2 zwei Runden. Ich werde die ganze Zeit unsichtbar. What the fuck? Du wirst du unsichtbar, das ist doch aus. Ja, dachte ich mir gerade auch. Aber Raikön ist gerade an meinem Arsch und ich werde die ganze Zeit unsichtbar. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Das sind so viele Sachen, die ich jetzt drücken muss. Hier, ERS und Benzin und was auch immer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ruckelt gleich. Also Bottas hat mich überholt, ansonsten keiner. Ferrari ist sehr nah hinter mir. Hamilton ist noch nah hinter mir, aber ich will mein Auto erstmal ein bisschen leicht fahren. Nachher, warte. Wo stelle ich denn jetzt meine Reifen ein, Alter? Es leckt, warum leckt's denn? Was soll das? Junge, man kann das gar nicht erkennen, Alter, die Farbe der Reifen. Aber jetzt habe ich es wieder auf gelb umgestellt. Gelb war ja unsere Strategie, oder? Ja. Alter, man kann das... Rot-gelb. Das sieht ja ultra scheiße aus. Also mal ganz abgesehen davon, dass es echt scheiße aussieht, kann man auch nicht erkennen. Sondern nur diese ganz mini kleinen Buchstaben. Aber die Farbe sieht man da überhaupt nicht. Das ist Junge, schlecht. Ist das scheiße gemacht. Das ist schlecht. Und man hat nicht mehr die Anzeige. Lol, okay, doch, die ist woanders. Welcher? Ich wäre... Ja, die Anzeige, wann man an die Box muss und welcher Platz man dann wäre. Wo ist die? Habe ich gerade gesucht, aber die ist jetzt im zweiten Reiter. Unten. Wäre 19. nach dem Boxenstopp. Und zwischen Runde 12 und 18 muss ich an die Box, okay. Oh, Ferrari dreht mich. Junge, war das knapp. Was hat er denn probiert, Alter? Ich war voll an der Bande und er will sich da reinquetschen. Was soll das? Ich komme nicht weg von Hamilton, selbst mit Fett nicht. Also ich bin zwar natürlich auch... Ich komm... Lol, okay, ja. Raikön macht mir ultra Stress gerade, Alter. Hamilton macht mir ultra Stress. Ich sag ja, die KI ist auch besser geworden. Aber... Junge, wie er da einfach den Angriff probiert. Er hat mich in die Wand gedrückt, Alter. Was will der von mir? Ich bin noch Anfänger. Also in der ersten Runde bin ich von Hamilton ein bisschen gut weggekommen. Boah, ich schwitz gerade so hart, Alter. Geht so. Dritte Runde kämpfe ich gerade richtig hart mit ihm. Aber jetzt wieder in lila Sektor gefahren. Mein Auto fühlt sich gut an. Also Ferrari macht Ultra-Druck hinter mir gerade. Das ist unnormal. Wird ein harter Kampf. Das ist ja unnormal. Und nicht Vettel, sondern Raikön. Ich freue mich so, mit der Box jetzt auch sprechen zu können. Leute, ihr merkt... Hype ist da, ja. Aber was macht denn Ferrari hinter mir, Alter? Ich komme ja gar nicht darauf klar, was das gerade für eine Aktion war von denen. Ich weiß, dass ich langsamer fahre als ihr vorne. Aber was soll das? Der ist ja schlimmer als wir, Alter. Wir überholen ja so. Wer war das? War das Vettel? Nee, Raikön, sag ich ja. Vettel ist irgendwie auf Platz 6 zurückgerutscht. Oder so. Ach, oder ich war, also er ist auf jeden Fall nicht mehr Fünfter. Und es leckt bei mir die ganze Zeit gerade. Gelbe Flagge irgendwo. Jo, da ist einer raus. Orange. Ne, Alonso McLaren, oder Van Dorn. Ja. McLaren. Finde ich jetzt voll geil. Also ja, das mit den Farben hast du gut gemacht. Ist geil. Das mit den Reifen, das ist echt unübersichtlich. Da siehst du echt.
das war letzte Saison besser. Da hast du direkt gesehen, so was für Reifen wählst du aus und hier ist es so, okay, habe ich jetzt die richtigen Reifen ausgewählt oder nicht? So, ich muss meine Batterie wieder aufladen. Ich habe durchgehend auf Hotlap. Den habe ich auch, aber ich hatte gerade 6%. Ja, ich habe gerade 10%, also. Ich habe jetzt wieder auf gar nichts gestellt, dass es auflädt. Ferrari, ey, das ist unglaublich. Krass, wie krass das ist. Gerade absolut alle Energie mit Fett und Hotlap raus, das ich habe. Hast du gesehen, wer es war? Ne, habe ich nicht drauf geachtet. Bottas ist 8,8 Sekunden von mir entfernt. Abstand gewinnen. Okay, Ferrari zieht vorbei. Raikön vorbei, gerade. Das ist der Vierte, ich bin Fünfter. Hinter mir Van Dorn, also ist es Alonso gewesen. Und Vettel ist direkt hinter okay. Van Dorn. Krass, Alter, die Schwierigkeit. Crazy, Alter. Beim Frontflügel jetzt auch nicht geil, den er mir halb geschrottet hat. Ich lade meine Batterie jetzt auch neu und habe auf Standard zurückgestaltet. Jo, es hat wieder geleckt. Ich verstehe es nicht. Bottas ist auf Platz 2. Bottas hat Hamilton überholt. Fahrer hinter mir. ...3,6 Sekunden. Krass. Krass, krass, krass. Boah, ich glaube, das wird noch viel, viel härter als F1 2017, was wir ja, da an Challenges hatten. Das wird also das viel hier. Härter, das kann ich dir versichern. So wie das gerade bisher läuft. So, ich schalte meine Batterie jetzt auf Mittel. Ich schalte sie wieder auf Hoch. Nicht zu hart. Ich kann sie auch mal auf Mittel eigentlich, weil ich bin ja noch nicht dran an dem Typen. Wir sind bei 82%. Mach wieder mal auf Niedrig. Ich will natürlich wieder rankommen an Raikön. Keine Frage. Wie viel der Platz bist Fünfter. Du? Fünfter. Fünfter, naja, das für einen Red Bull ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, für einen Zweitfahrer von Red Bull auf jeden Fall. Aber trotzdem, Alter, wie er gefightet hat, Alter, unnormal krank. Ich komme auch nicht so krass ran, also die KI ist auf jeden Fall besser geworden. Die Schwierigkeit ist auf jeden Fall in Ordnung. So, was sagen deine Reifen? Weiß ich gerade nicht. Ich habe gerade auch ein bisschen Stress. 9, 9, 15, 14. Oh, meine sind viel, viel schlechter. Ja, mein Frontflügel 15, ist halt 12, 19, 18. Okay, krass. Mein Frontflügel ist halt ein bisschen im Arsch. Okay, Vettel jetzt hinter mir. Vettel hat Van Dorn überholt. Ist jetzt hinter mir. Der wird mich auch überholen, weil, wie gesagt, im Frontflügel bin ich auch nicht so. Alter, ab Runde 12 darf ich erst an die Box. Ja, ich fahre auch wegen früher, wegen meinem Frontflügel einfach. Ich muss nochmal genauso viele Runden fahren. Junge! Das wird hart, glaube ich. Das wird echt hart. Also, ich gehe auf jeden Fall 9 oder so. Auch wenn ich dann weit hinten bin. Ich kann nicht weiterfahren, das ist orange, der Frontflügel. Oh, das ist, da solltest du aber er hat gesagt, ich muss nicht unbedingt kommen. Okay. Jo, Vettel hat mich aber... Wie fühlt es sich an? Ich so, okay. Also in manchen Kurven merkt man es aber nicht immer. Oh, Alter. Ja, aber er hat mir auch gerade vorgeschlagen, in Runde 10 soll ich kommen. Alternativ. Vettel hat mich überholt. Junge, wie krass das einfach ist. What the fuck, Alter. Mir gefällt das richtig gut. Ja, mir auch. Macht's gerade richtig Spaß. Macht das auch Spaß, aber
Junge.